Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es liegen drei Anträge vor. Der eine sagt, wir brauchen den Landesmindestlohn nicht mehr von Seiten der FDP. Die Koalition sagt, wir brauchen unseren Mindestlohn nicht mehr erhöhen. Das macht schon der Bund. Und wir sagen, wir möchten das Gesetz so, wie es ist, eigentlich anwenden, nämlich den Landesmindestlohn anpassen an die Höhe, die er eigentlich jetzt hätte haben müssen. Diese drei Anschläge stehen im Raum. Ich will mal kurz begründen, warum wir unseren Antrag gestellt haben, weil letztendlich uns das Landesmindestlohngesetz erlaubt, festzulegen, wie viel Lohn wir in diesem Hause als Mindestlohn empfinden oder für gerechtfertigt halten. Das erlaubt uns das Landesmindestlohngesetz. Wir können mal sagen, okay, wir sind jetzt bei 8,80, das ist jetzt unterhalb des Bundesmindestlohnes, aber wir sind mal im Jahr 2012 bei 8,50 Euro gestartet. Jetzt habe ich mir erlaubt, mal einen durchschnittlichen Preissteigerungsindex anzulegen, die letzten 5 Jahre, und komme dann auf 9,30 Euro. Also man kann heute für 9,30 Euro so viel kaufen wie 2012 für 8,50 Euro. Faktisch heißt das, wenn wir jetzt 8,80 Euro haben, 8,84 Euro, dass sich der Mindestlohn gesenkt hat. Kann man nachvollziehen, ein bisschen Betriebswirtschaft, ja, kalte Kürzung. Das hat mit Statistik überhaupt nichts zu tun. Nein, das hat mit Statistik überhaupt nichts zu tun. Das hat mit Kaufkraft zu tun. Und Sie können heute eben für 8,50 Euro deutlich weniger kaufen als vor 5 Jahren. Das ist einfach so. Das ist sozusagen der Lebenshaltungsindex. Wie heißt der Verbraucherpreiseindex? Genau. Also, das ist für uns der erste Grund, warum wir der Meinung sind, dass wir das Landesmindestlohngesetz anwenden, indem wir tatsächlich zumindest, so wie es da auch formuliert ist, den Mindestlohn jedes Jahr um den Preissteigerungsindex erhöhen. Das ist das Mindeste, was wir für Leute tun können, und das ist das Mindeste, was man tun kann, wenn man Mindestlohn ernst nimmt. Jetzt haben wir eine zweite Geschichte, nämlich dieser Anpassungsmechanismus, das ist eins. Das zweite ist, dass wir in der Lage sind, zu kontrollieren, ob denn auch der Mindestlohn gezahlt wird. Jetzt habe ich selber Unternehmen und ich habe natürlich einen enormen, großen, einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand. Ich muss Stundenzettel schreiben. Das muss ich sowieso, weil ich erfassen muss, wie viel arbeiten eigentlich meine Leute. Und ich halte es für eine böswillige Unterstellung und eine völlig übertriebene Äußerung, das Führen von Stundenzetteln und den Nachweis, was man den Leuten sozusagen an Lohn zahlt, als einen wahnsinnigen bürokratischen Aufwand zu bezeichnen. Das, Frau Lenke-Steiner, ist Unsinn, das ist neoliberale Propaganda und hat mit der Realität nichts, aber auch gar nichts zu tun. Ein zweites kommt hinzu. Wir haben ja die Sonderkommission Mindestlohn und die sind losgegangen und haben kontrolliert, sehr weise kontrolliert. Sie haben zum Beispiel ganz bestimmte Vergabe, wo die Vergabesumme in einer Größenordnung ist, wo sich Kontrollen einfach aufgrund der Summe gar nicht rentieren, haben die dann überwiegend beiseite gelassen, obwohl auch da Stichproben gemacht sind. Sie haben sich auf die Fälle konzentriert, wo sich die Vergabesumme in einer Größenordnung bewegt, dass man gegebenenfalls auch hingucken muss und gegebenenfalls auch Sanktionen aussprechen muss. Sie haben 113 Kontrollen durchgeführt und Sie haben Vertragsverletzungen von 20% registriert. Gab es letztens einen interessanten Bericht in der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Und jetzt zu sagen, das Durchsetzen von Recht ist in unserem Land ein bürokratischer Aufwand. Das hieße auch, dass wir aufhören, Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu kontrollieren, ob sie die Höchstgeschwindigkeit einbehalten. Und dann zu sagen, diese Kontrollen sind ein bürokratischer Aufwand. Sie haben ein extrem schräges Rechtsverständnis. Das ist kein bürokratischer Aufwand, das ist eine Notwendigkeit. Und wenn wir diese Notwendigkeit, wenn wir diese Kontrollen nicht mehr durchführen, dann passiert doch eins, dann gibt es überhaupt kein, ich sag mal, Bedrohungsszenario mehr. Dann wird wieder fröhlich Dumpinglöhne vergeben und kein Mensch kontrolliert ist. Und
Diese Möglichkeit schafft uns das Landesmindestlohngesetz. So, deswegen, weil wir eine Anpassungsklausel haben, weil wir ohne weiteres einen höheren Mindestlohn beschließen könnten als im Bund, weil wir ihn für gerechtfertigt hielten. Und ich weiß im Raum, dass viele einen 9 oder 10 Euro eigentlich für gerechtfertigt halten. Und weil wir dann Kontrollen haben, ist es jetzt so, wie es ist, nach wie vor gut. Wir beantragen, es umzusetzen, und wir werden den Antrag, es abzuschaffen, sowieso ablehnen. Aber wir werden auch den Antrag der Koalition, nämlich zu sagen, wir brauchen das nicht mehr eigenständig anpassen. Das finden wir rückschrittlich. Es wird der Sache nicht gerecht, und es nützt den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Bremen nicht. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.